Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu 7 Days to Die Never's Gain Roads. So, und wir sind immer noch in diesem kleinen netten Häuschen. Und wir sind immer noch in Kammert und wir haben immer noch zu viel Zeugs dabei, wie auch immer. Schwierig. Ich muss das mal gleich nochmal gleich zum Bike raus. Vielleicht das eine oder andere, das wir nochmal hinten reinschmeißen können. Haben wir noch irgendwelche Frames? Die finden mich ganz gerne mal da oben. Ich versuche das einfach mal so, mich da so durchzuprügeln. Ich will nur hoffen, dass wir den Rucksack gleich nicht kaputt schlagen. Und wenn doch, ist halt Pech. Oder so. Da ist natürlich nichts dran, ist klar. So, ich muss erstmal nach unten. Ich muss erstmal mich entluten. Ich bin schon wieder hungrig. Und ich glaube, zu essen habe ich wieder nichts mitgenommen. Ich habe zwar was zu trinken mit, aber nichts. Nichts zu futtern. Mein Gott, rennen wir gerade. Meine Fresse, das ist der totale Sprint hier. Okay. So, Storage. Was können wir hier noch Feines reinpacken? Eisen können wir hier noch reinpacken. Am besten alles, was wir irgendwo stacken können. Das können wir stacken. Kohle können wir nicht stacken. Schießpulver. Blei kann ich nicht stacken. Plastik kann ich nicht stacken. Metall kann ich nicht stacken. Lehm kann ich mal wegschmeißen. Das packe ich rein. Steine. Ja, gut, Steine. Munition vielleicht. Das können wir auch mal scrappen. Die Pistoletten, glaube ich, auch. Mache ich auch mal weg. Zerlegen. So, Mechanical Parts. So. Aber wenigstens so ein bisschen wieder was. Ein bisschen ist gut, die paar Plätze, die ich frei gemacht habe. Schießpulver ist auch nicht drin. Gläser kann ich auch nicht stacken. Kann ich zwar schon stacken, aber nicht da. Kampfanzughose, minus 6, minus 6. Cold Resist, ich glaube, die ziehe ich mal an. Where? Die ist auf jeden Fall besser. Die ist auf jeden Fall besser, ist ja klar. Zerlegen. Die Dosen würde ich noch ganz gerne erstmal mitnehmen, weil die kann man nämlich später nochmal zum Craften gebrauchen. Die können wir sicherlich reparieren. Mit Eisen. Das können wir wegschmeißen. Papier. Weiß man nicht. Später brauchen wir das vielleicht mal. Ganz sicher brauchen wir später sogar nochmal. Vielen Dank, Mafiosi. Schönen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dir viel Spaß beim Zocken. Also beim selber Zocken. So, dann gehen wir mal ganz nach oben. Wir müssen sowieso gleich zurückfahren. Wir haben ja kaum noch Platz. Das ist doch sicherlich auch normales Messing hier, ne? Oh, guck mal. Ne, ist doch normales Eisen. Okay. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass da tatsächlich Messing bei ist. Aber dann ist sicherlich nur der Kopf aus Messing. Out of Stamina. Oh, ein Hauch von nix. Das war wenigstens Messing. Und ein bisschen Metall. Nicht, dass ich jetzt unbedingt Messing brauche, aber ich wollte es zumindest mal ausprobieren, weil es eben nach Messing aussah. So, wie schaut es hier oben? Dann die Bücher würde ich ganz gerne nochmal ran. Munition ist immer gesund. Oh, was ist das? Fort Bites. Was ist das denn? Fort Bites? Fort Bites increase your fortitude and give you 50% damage resistance. May cause addiction. Ah, okay. Resistenz gegen 50% Schaden. Das wäre schon mal gar nicht verkehrt. Achso, Glas wollte ich, glaube ich, weggeworfen haben. Das brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Und zur Not können wir das nachher mit Sand selber herstellen. Holz nehmen wir mit. Auch jetzt nicht unbedingt dringend nötig, aber wir können stacken. Ja, Moment, Holz? Brauchen wir nicht.
Also entweder sind hier tatsächlich keine Zombies oder sie haben sich nur nicht blicken lassen. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass hier keine Zombies sein sollen. Na, dann nicht. Soll ich da mal runter gucken? Ach so, das sah so aus, als wenn sie das vom Boden abhebt. Dass da vielleicht was drunter sein könnte, aber nein, ist da natürlich nicht. Ach toll, wieder schön Papier. Oh, hallo? Ne, keiner da. Ah, guck mal, da ist doch noch einer. Ich wusste doch, irgendwo muss doch noch irgendjemand sein. Gesperrt. Na gut. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir nur 44 Stamina haben. Haben wir noch normales, was normales Essen dabei? Nee, ne? Na gut, dann pfeifen wir uns mal hier vielleicht ein bisschen was rein. Ah. Oder hier. Ein bisschen Bier. Oh, ne? Health 1. Stamina. Oh. Ein bisschen. So. Meine Kleinen. Tag. Da kommen sie natürlich wieder gleich zu dritt, ne? Schön betrunken erstmal die Zombies zerprügeln. Ui. Ups. Nein. Nein, ich habe keinen Stamina mehr. Oh, tust du dir weh? Hey. Och komm. Ah. Verdammt. Ich brauche mehr Stamina. Oh, Level up. Eine, zwei Zombies waren oben noch. Die wollen uns auch nochmal fix gönnen. Hui, moin. Moin. Wups. Nein, 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 nein. Ich habe doch 45 Stamina gehabt. Warum hat er nicht? Na, na gut. Na komm. Mensch. Oh, Alter. So nicht, mein Freund. So nicht. So. Kann doch nicht angehen. So. Hier waren wir. Ne, hier waren wir noch nicht. Also waren wir schon, aber noch nicht hier hinten. Hm. Hallo. Farbe. Was soll ich mit Farbe? Hallo? Nöscht. Das hat sich ja voll gelohnt. Moin. Denn da ist auch noch irgendwas. Hä? Hey. War das nicht jeder Bereich? Ne, da muss ich mich da nochmal durchprügeln. Ach, das ist nur eine Abkürzung, alles klar. Dann gucken wir hier nochmal rein. Das müsste dann auch der letzte Raum hier im Haus sein. Sieh einer an. Ach, sieh einer an. Oben warten noch wahrscheinlich sowieso wieder die Geier. Oh, ein Pika. Oh, sehr gut. Ein Pika. Pika ist ja nice. Pika ist ja nice. So, Jetzt habe ich natürlich auch keinen. Doch, ein bisschen Holz habe ich noch. Lalalala. Machen wir gleich mal eine Holzleiter. Zwei Stück, das reicht vielleicht gar nicht. So, zwei. Naja, es reicht gerade nicht. Na, warte mal, dann holen wir uns hier mal ein bisschen Holz. Ein Holz, weißt du, ein Holz. Zwei Holz.
So. Und zumindest mal oben mal reinluschern. Ich denke aber mal, dass wir da sonst irgendwie gleich. Oh. Moin. Ich. Oh. Moin. Hallo? Das war unerwartet. So, ja, woher kommt ihr jetzt? Moin, uiuiuiui. Oh, der fällt hier noch gleich runter. Ich sehe das schon kommen. Ja, komm noch runter hier. Was soll ich dich wieder bitten? Warte mal, ich bitte dich mal ein bisschen drum. Ja, als ob ich dir nicht treffe. Ich hab doch gesagt, ich werde dich noch überreden. Komm, komm. Oh. Huch, moin. So. Siehst du mal. Hab ich dir doch gesagt. So nicht, mein Freund. So, ich muss auf jeden Fall noch jemand rumgurken. Schlage ich mich erstmal hier durch. So, Knüppel aus dem Sack. Hallo? Eine Ushiwai auf jeden Fall noch, mindestens. Hallo? Da ist noch eine Mine und Minen. Ach nee, die ist ja in die Mine reingelaufen. Stimmt, wo ich jetzt gerade sagte, die ist ja in die Mine rein. Hm. Noir Gaming LP, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön. Und herzlich willkommen und schönen Dank, dass du reinschaust. Ja. Sind hier noch mehr Baggerluten? Und mal gucken, dass nicht noch mehr. Als hätte ich's gewusst. Oh, ich hasse das. Weiß ich natürlich wieder nicht, wo ich längs laufen darf. Verdammt. So. Vielleicht hier drüben mal luschern. Da ist aber auch nichts weiter zu sehen. Nichts, was man jetzt unbedingt looten müsste. Da ist aber auch nichts. Nichts! Nee. Spielst du Vanilla? Ja. Und falls gleich die Frage kommen sollte, warum Vanilla? Weil ich da einfach Bock drauf hatte. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mal eines Tages mal auf eine Mod wechseln, gar keine Frage. Aber erstmal ein bisschen Vanilla und dann irgendwann gibt es dann auch mal eine Mod dazu. Ich muss mir dann auch erstmal noch mal eine schöne Mod aussuchen, wo wir noch mal ein bisschen zockeln können. Ich glaube, hier oben ist nichts weiter. Du. Hier oben ist, glaube ich, nichts weiter. Wir haben doch schon wieder 18 Uhr. Verdammt. Muss mich wieder schnell beeilen. Wir müssen ja auch noch nach Hause gondeln. Jo. Ist hier auch noch irgendwas? Meh. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier oben vielleicht noch irgendwie so eine Kleinigkeit oben drauf. Aber nee, ich glaube. Frage ist, ob das nur der Deckel ist. Komm, brauchst nicht schnaufen, du hast es ja gleich geschafft. Komm schon. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Okay. Gut. Waren also doch ganze Blöcke. Gut. Wir können natürlich noch ein bisschen Beton mitnehmen. Ich meine, was heißt Beton, sag ich schon, die Steine mitnehmen. Und wir müssen auch gleich nochmal schauen, dass wir vielleicht mal uns mal ein bisschen heilen. Das wäre vielleicht auch ein Vorteil. Dafür brauchen wir aber Essen, was wir momentan nicht haben. Ach ja, guck mal hier, die haben ja eine andere Farbe. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich Trottel. Ist da drüben, könnte da drüben noch was sein? Ich glaube nicht, ne?
Nee, da ist ja nichts weiter. Nö. Also ich sehe da jetzt persönlich nichts. Dann gehen wir normal über den normalen Weg raus. Da passt schon. Ich denke mal, wir haben ja auch erstmal genug mitgenommen. Was wir nochmal gucken können, ist wegen der Bilder, dass wir vielleicht nochmal irgendwo Bilder finden. Das eine oder andere, was wir uploaden können. Aber ich habe jetzt so ganz spontan nichts weiter gesehen. So, da war nichts. Oh, die Tapeten sind so schön, die Tapeten. So, nix, das auch nichts. Nichts, 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 nichts und noch weniger nichts. Was ist das hier eigentlich? Da kommen sie wieder, die Zirpen. Die Zirpen und Zirpen. Die Grashüpfer. Ach, da kommen wir auch direkt raus, dann siehst du mal. Dann gehen wir doch gleich hier raus, was soll's. Die zirpenden Grashüpfers. So, haben wir hier noch was? Wir sind sowieso schon wieder so voll mit Zeug. Oh, Heidelbeeren. Ja. Boah. Ach komm, nimm mal mit, was soll's, oder? Was soll's, nimm mal mit. Wenn hier schon mal Heidelbeeren sind, dann nehmen wir sie doch mit. Da können wir sonst vielleicht nachher später einen Kuchen draus machen. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Spielt's auch Never Scan? Jawohl. Ja, das wurde mir empfohlen. Das wurde mir empfohlen, weil es ja hieß, so hier, wenn mal irgendwann die neue Map kommt, dann, beziehungsweise der neue Random Gen World Generator, dann müsste man sowieso von vorne anfangen. Deswegen habe ich mich erstmal auf Never's Gain eingeschossen. Alles andere müssen wir mal gucken. Ich weiß ja auch noch nicht, wann das Update kommen soll zum Random Gen, ob das dann tatsächlich dann, ob das noch in der 17 kommt oder dann doch erst zur 18, das weiß man ja alles immer nicht. Hier ist noch eine Destroyed. Die können wir mal auseinanderschraubseln. Aber auch auf Never Scan angefangen, wollte mal gucken, was sie alles mit der A17 an der Map geändert haben. Laut Patchnote quasi neu. Wir haben einiges geändert, ja. Noch gerade bei Never Scan machen sie gerade mal viel, dass sie auch gerade das ganze Gebiet immer komplett ändern. Gar nicht mal so die Zusammensetzung, sondern auch die Verteilung der Biome und sowas. Das überarbeiten sie quasi ständig. Oder erst zur Alpha 19. Ja, das kann auch sein. Bei den Pimps ist alles möglich. Ich weiß nicht, wer das letztens gewesen ist. Irgendjemand sagte. Nee, das war die Sutri, war das, glaube ich. Die Sutri muss das gewesen sein. Die hatte mir letztens mal erzählt, dass die. Dass angeblich die Alpha 18. Von. Huch, vielen Dank für deinen Follow, Noah. Dankeschön. Und herzlich willkommen natürlich in der Community. Oh, geil, noch eine zweite. Das ist geil. Was wollte ich sagen? Achso, ja, also, dass sie mir erzählt hatte, dass die Alpha 18 angeblich die letzte Alpha sein soll. Und es danach direkt in die Beta geht. Aber ganz ehrlich, ich habe das schon so oft gehört. Ach du Scheiße, da kommt eine Wanderhorde. Moin, und ich komme nicht schnell genug weg. Das ist ungünstig. Mist. Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß nicht, ob ich. Oh, ob ich mit dem Bike schneller bin. Bicycle. Oh, ich glaube, mit dem Bicycle bin ich ein bisschen schneller. So, dann lass uns noch mal nach Hause fahren. Das wird ja sonst zu kriminell. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Da hinten irgendwo. Nein, aber wie gesagt, Spaß beiseite. Also ich habe, wie oft hieß es schon, ja, wir machen, oder wir machen noch bis zur Alpha 19 oder bis zur Alpha 20 und dann ist Beta oder wir machen nächstes Jahr Beta. Sollte ja eigentlich schon zum Ende des letzten Jahres oder vielleicht schon des Vorjahres sollte schon die Beta kommen. Na, also
ganz im Ernst. Und mit dem Spiel ist noch so vieles im Argen. Weil stellt euch jetzt mal vor, es müsste dann ja, wenn sie das so durchziehen wollen würden, mal so rein von der Theorie her, dann müssten sie ja mit der Alpha 18 alles fixen, was es zu fixen gibt. Und dazu gehört für mich auch die Performance. Ne? Gut, wobei man fairerweise sagen muss, die Beta ist ja genau für solche Sachen da. Normalerweise ist es ja so, in der Alpha kommt der ganze Content rein. In der Beta wird geguckt, dass das Bugfixing betrieben wird, beziehungsweise Performance und sowas. Das wird nachher in der Beta aufpoliert. Und wenn das nachher alles fertig ist, dann hast du nachher ja den Goldstatus. Das ist ja so eigentlich so der so Gang und Gäbe. Ne? Achso, warum fahre ich dann eigentlich nicht auf der Straße? Es wäre vielleicht ein bisschen günstiger. Oh, wir haben es ja schon 21 Uhr. Scheiße. Scheiße. So. Ja, also von daher muss man abwarten. Glaube ich erst, wenn es in der Bild steht. Gerade in der Bild. Ich fahr mal, ich glaube, da müssen wir lang. Ich fahre sowieso den totalen Umweg irgendwie gerade. Nee, also. Das möchte ich erst schwarz auf weiß sehen mit der Beta. Ach, jetzt fährt ein Schwein vorbei. Jetzt geht ein Planetchen ein Schwein vorbei, weißt du? Ich sag noch groß, ich möchte eigentlich so ein bisschen rumluden und jagen und finde kein einziges Tier. Und jetzt, wo ich voll gemüllt bin und auf dem Fahrrad, da kommen sie. Da kommen sie, wie immer. Immer dieses geile Loot-Glück. Performance-Problem hatte ich eigentlich nie. Nicht so wie manch anderer. Ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Na, es ist... Wenn ich jetzt nur für mich Seven Days spielen wollen würde und könnte, und dann hätte ich auch nicht die Probleme. Ja, es würde zwar trotzdem ein bisschen lecken, aber wenn ich für mich so privat spiele, dann schafft das mein Rechner auch locker. Na, gar keine Frage. Aber dann willst du halt noch ein bisschen streamen, dann willst du noch nebenbei ein bisschen aufnehmen und so weiter und so fort. Willst dann aber trotzdem noch eine vernünftige Performance haben, beziehungsweise so ein bisschen bei Seven Days nicht das absolut matschige Bild haben. Dann zieht das natürlich schon ordentlich am Rechner. Und da ich eben halt ein Rechner-Setup habe, ist das sowieso schon immer ein bisschen schwieriger. Deswegen leckt das auch gerade. Also wenn das jetzt hier gerade zum Beispiel, gerade in der Sekunde, wo ich es erwähne, wenn das ein bisschen leckt, dann ist das leider normal, weil dann steht bei mir Codierung überlastet. Obwohl ich eigentlich... Obwohl ich schon die Qualität auch bei... Die Einstellung auch bei... Die Einstellung bei OBS auch noch mal ein bisschen runtergedrückt habe. Dedizierten Server, okay. Kann man sich natürlich auch mal drüber Gedanken machen über einen dedizierten Server. Aber ganz ehrlich, wir haben ja auch in der Vergangenheit immer auf dem Server gespielt, auch so mit Azrak zusammen oder mit Plane. Und da war das auch immer so, dass der Server, der lief dann noch schlechter als das Spiel so. Na, deswegen haben wir nachher einfach davon Abstand genommen. Ach komm. Als ob. So. Aber irgendwann kriege ich das mal gebacken. Und vielleicht könnte sich da im nächsten Jahr ein bisschen was tun. Aber da muss ich dann noch erstmal abwarten. Alles Weitere wird sich... Ach komm, ey. Soll dann mal eben rüberkommen, so ein bisschen zumindest. Vielleicht hier vorne mal irgendwie direkt in der Ecke. Kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt immer extra ausmüllen muss, oder? Den kleinen Sprung werde ich doch nochmal schaffen müssen. Da kann ich irgendwas weg... Naja gut, kleinen Sprung. Ich habe hier ein bisschen mal vollgemüllt. Na, das wird natürlich wahrscheinlich nichts hier. Kann ich hier noch irgendwas... Holz kann ich noch wegschmeißen. Ich schmeiße mal Holz weg. Holz weg, Stahlpfeil. Ich habe immer so viele feine Sachen dabei. Ich schmeiß mal Kaffee weg. Ich glaube, das brauche ich nicht. Erstmal noch nicht so. Stein habe ich dabei. Auch alles mögliche an Pfeilen. Da hätte ich mal nur ein Stack mitgenommen. Trink das eine Wasser. Ja, das ist eine gute Idee.
Dann habe ich wieder einen Platz frei. So, vielleicht reicht das denn jetzt. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh. Ah, die drei Plätze haben es dann doch gerockt. Na, so. Meine Güte. So. So, 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 so. Das packen wir da rein. Guck mal, wunderbar. Haben wir nämlich zwei Gartenhacken. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal fein. Da hat man nichts weiter an Waffen, ne? Das kommt da rein. Schießpulver kommt nach oben. Das kommt nach oben. Papier, das können wir auch mal oben einquartieren. Das kommt hier, das kommt hier, das kommt da. Das packen wir mit unter Essen, genauso wie den Kram. Das kommt nach oben. Acid packen wir hier rein. Eisen packen wir hier rein. Damit können wir gleich mal reparieren. Das kommt nach oben, das bleibt hier, das bleibt hier. Essen kommt nach oben. Beaker, den können wir gleich mal ins Campfire packen. Waffen kommen nach oben. Die Saaten. Die na, packen wir mal. Ah, die lassen wir mal dabei. So, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Die Nägel können wir auch mit zu den Waffen packen. Die Waffe können wir mal auseinandernehmen. Die weg. Schrotflinte können wir vielleicht auch nochmal wegpacken. Also sprich, entsorgen. Das kommt da noch hin. Nägel, das kommt noch mit hin. Das packen wir weg. Die und die. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Die Parts schmeißen wir unten rein. Essen, 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 Essen. Das packen wir auch alles da rein. Das da rein. Saat packen wir hier rein. Beaker, wie gesagt, kommt sowieso ganz unten hin. So. Sind wir gleich schon wieder leer hier. So. Beaker. Zack. Sehr schön. Beaker haben wir auch. Das freut mich. Die sind fast im Moors. Das können wir auch noch mal kurz auf Lager packen. Schwupps. Wo habe ich denn meine Fackelösen? Wo haben wir die Fackeln? Fackeln, 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 Fackeln. Keine Fackeln mehr. Hatte ich die alle schon draußen benutzt? Wo habe ich die denn hingepackt? Erstmal was futtern. Erstmal was futtern. So, und ich würde sagen, ach, wir sind schon fast wieder bei 30 Minuten, das ist ja unglaublich. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal wieder ein kleines Päuschen auf YouTube. Insofern vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, ich denke mal, am nächsten Tag müssen wir mal sehen, ob uns dann vielleicht die Nachthorde besuchen sollte. Keine Ahnung. Ansonsten ja, würde ich sagen, looten wir erstmal weiter. Wir können natürlich auch mal sehen, dass wir vielleicht die Quest mal machen. Schauen wir mal. Also, so ein bisschen vermisse ich die Nachthorde momentan. Müssen wir mal gucken, dass sie vielleicht mal zeitnah reinschaut. Ja, ansonsten vielleicht können wir schon mal ein Beet anlegen, vielleicht in der nächsten Folge. Müssen wir mal sehen. Ein bisschen Mais haben wir da, sonst fahren wir nochmal hoch zum Bauernhof und uns da nochmal das eine oder andere. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Seven Days to Die, Road to Neverskane. Bis dann. Tschüss. Road to Neverskane, Neverskane Roads. Bis dann. Tschüss.